Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel mit Synchro der Einheit gegen. Fröhlicher Geistertrick. Yep. Geister. Weißbrot. Den Zusammenhang sehe ich nicht. Nicht? Nope. Aber der liegt doch auf der Hand. Ich habe keine Handtraps in dem Deck. Hey, was? Ja, du sagtest auf der Hand. Du zerstörst keine fallen Zauberkarten, oder? Ach du Scheiße, ich wünschte, ich hätte ein Monster gezogen. Backrow-Abwehr habe ich, glaube ich, nicht so sehr. Deck, oder? Kann mich nicht erinnern. So, gehen wir Verteidigungsposition, da bringst du mich ja sowieso hin. Wenn ich gescheit gezogen hätte, habe ich aber nicht. Ich kann ja nur setzen, also bleibt mir nichts anderes übrig. Das heißt, ich habe das hier. Und. Puh. Ja, das nützt mir noch nichts. Das da könnte helfen. Das haut auch nicht hin. Kann ich vielleicht Das gegen hier ist ihn ziehen? Kacke. Die beiden kann ich nicht benutzen fürs Erste. Uiuiui, dann lege ich die hier mal hin. Ich hoffe, ich brauche es nicht wegen dem Platz. Alter, was legst du denn da alles hin? Ich habe mit 4 Fallenkarten angefangen. Ein Monster und zum Glück eine Zauberkarte gezogen. Und die liegt da jetzt. Getrennt von den Fallen. Okay, Flippbeschwörung! Okay. Felsbrockenkrieger, kein Kampfschaden. Wenn du zerstört Hallo? wirst, kriegst du 2 Brocken. Hallo? Ja, ist schon gut. Oh, 2 Monster. Ja, natürlich, kann man nur nicht beschoren. Ja? Ja? Let's go! Ist der Effekt so relevant? Ja, cool, du hast Kein meine Schimmer, Ding jetzt Mann. auch gleich. Es ist mir relativ wurscht, sage ich jetzt mal Von dazu. mir aus. Na, habe ich ja da ist ein Felsbrockenkrieger drauf. Okay, cool. Aktivieren wir ihn trotzdem. Okay, cool. Okay, du deckst dich auf. Was passiert jetzt? Oh nein, die! Kann doch auch irgendwie irgendwas, oder? Ah, Milst. Und dann kannst du. Okay, die was hinzufügen. Da kommt die Villa. Jetzt Ja, gut. verstehst du, warum ich nicht wollte, dass du 1800 ATK bekommst. Weil du sie unbedingt auf dem Feld behalten wolltest. Ja, ich bin auf. Oh, nice. Damit kann ich leben. Ein Monster wäre jetzt trotzdem irgendwann mal ganz nett. Aber ich kann auch hiermit leben. Macht das überhaupt Sinn? Ich glaube eigentlich nicht. Egal. Hätte nicht angegriffen, aber jetzt mache ich die extra Damage. Oha! Die willst du ja sogar loswerden. Unfassbar. Vielleicht hätte ich den doch in Angriff spielen sollen. Egal. Hast du eh die Wahl, wenn du kaputt machst. Hast ja kein Monster, wie du meintest. Ich könnte immer sie fliegen. Also ich kann mich ja selbst umdrehen, auch wenn ich in ATK bin. Also habe ich keinen Grund, nicht Ja, anzugreifen. kannst du. Deine Villa willst du noch nicht spielen? Es macht keinen Unterschied. Okay. Immerhin kann ich sagen, ich habe dir Damage gemacht. 350. Bevor es zu Ende ging. Ja, und was bringt mir die Villa jetzt? Das heißt nur, dass du jetzt mordsmäßig Damage machst nächste Runde. Ja, keine Ahnung, du hast sie dir gesucht. Also ging Ja, ich ich auch weiß von auch aus, dass du einen nicht. Plan hattest.
Ich konnte halt nur Zauber oder Fallen suchen, Mann. Was soll ich machen? Okay, cool. Wähle ein Spiel für Zauber. Gib ihn auf die Hand zurück, dann kannst du einen anderen vom Deck aktivieren. Und der andere ist ein Friedhofseffekt. Ja, brauche ich jetzt noch nicht. Was machst du? Falls du ein Spielfeldzauber hast, Doppelpunkt. Oh mein Gott. Das könnte sein, dass der das gar nicht speichert. Ah, scheiß drauf. Mach einfach mal. Du hast ein Synchro-Deck, nicht wahr? Also wäre mein Ziel, dass ich versuche, deine Empfänger loszuwerden. Aber der Felsbrockenkrieger tut schon echt weh. Was ist das 1? Bevro, der da. Warte mal, das geht ja gar nicht auf. Ja, weil Grumpelkrieger Stufe 5 ist. Das ist die Logik dahinter. Aber eigentlich will ich den ja jetzt noch gar nicht spielen. Eigentlich will ich lieber erst mit dem sinken. Was geht nicht? Es geht einfach nicht! Habe ich lieber mehr Monster oder nicht? Fragen über Fragen. Mehr Monster klingt wie mehr Damage. Ich habe keine Ahnung. Ach, ja, okay, machen wir. Aber wenn ich schade finde, dass ich seinen Effekt jetzt nicht benutzen kann. Ja? Oh. Ja? Okay. Ja, was? Ja. Du hast ja gesagt, bevor das bei mir aufgeploppt ist. Ich habe nur deswegen überhaupt rüber geguckt. Und dann ploppt mein Ding auf und ich denke mir, warum geht's ihm? Meint er das? Aber das war doch noch gar nicht da. Wie kann das Spiel so langsam sein? Hätte ich das jetzt verhindern sollen? Ich bin nicht sicher. Ich weiß es nicht. Das musst du wissen, was du machst. Ja, ich weiß auch nicht, Mann. Let's go. Da, Synchro-Monster. Zahlst du 2000 Punkte, um das Ding zu deaktivieren? Oder ist es okay für dich, wenn ich dich annulliere? Warte mal, was macht das denn? Und nicht angreift das. Kann das Monster nicht angreifen, der Effekt erinnert. Es kann nicht angreifen, seine Effekte werden annulliert und es wird. Ja gut, aber es geht ja nicht kaputt. Wie viel Death hatte die? Irgendwas über 1000, glaube ich, oder? Wahrscheinlich schon. Oh, stimmt, ich kann ja angreifen. Hab ja ganz vergessen. Kannst du das? Ja, dann halt nicht. Na doch. Hast du noch einen Erschrecken? Nee. So, mach einen halben Schaden. Mal. Ja. Anders würde ich das wohl nicht überleben, so auf Dauer. Ah, interessant. Ja, das lohnt sich. Mein Gott. Warte mal. Nur bei der Beschwörung. Ich muss dich also irgendwie umdrehen. Was willst du? Dann könnte ich das nutzen. Es ist alles. Es ist halt. Ich weiß auch nicht, irgendwie komme ich nicht an Monster ran. Da gucken wir erstmal, was jetzt passiert. Ja, damit kriegst du doch. Oder zwar, der gibt dir, kann dir wirklich noch Zauberkarten geben. Ändere ein Effektmonster, das den Gegner kontrolliert in die verdeckte Verteidigungsposition. Gibt dir wirklich noch Zauberfallen. Weiß nicht, wieder ein Monster kommt. Hast du ein Monster, was, wenn du es mailst, dir vielleicht was gibt?
Oder irgendwas, was dir was aus dem Friedhof holen kann? Weil da sind ja welche drin. Oh, warte, echt? Ah. Oh, warte, echt? Ist dir nicht aufgefallen, was gemillt wurde? Nein. Der leuchtet sogar, der Frankenstein. Okay. Cool. Oh, pew, pew. Okay. Was passiert? Wen will ich specialen? Noch eine Sirene? Lieber nicht, die müllt mir mein Deck noch weg. Ja, ich weiß nicht, was du machen willst. Willst du exceeden? Oh ja, das... Warte mal kurz. Daran hast du jetzt nicht gedacht, ha? Ich meine, vielleicht sollte ich das in Erwägung ziehen. Ich könnte... Oh mein Gott, ich könnte voll auf den Anti-Verdeckungsplan. Ja, weißt du was? Ich glaube, es ist tatsächlich... Achso, oh, ich habe gar nicht mehr die Auswahl. Ich kann nur Verteidigung und Angriff wählen. Ich komme gar nicht so weit zurück. Schade. Ja, dann ist es zu spät. Hast schon das andere Monster angeklickt. Ja. Naja gut, dann hast halt Frankenstein. Also, ich muss dich einfach nur umdecken, wenn ich... Wie decke ich dich um? Was kann Frankenstein? Was machst du denn, Mann? Sieht Hattest so du aus, nicht eine Karte, die immer alle umgedreht hat? Ich muss dich angreifen und ich muss wissen, wie viel Def dein... 1300 hat dein Gerümpelkrieger? Nein, hat er nicht. Boah, ich habe echt Bock, den jetzt zu töten, aber Frankenstein sagt Kampfschaden. Oh. Ja. Mag das nicht in dem Moment, in dem ich überhaupt erst die Auswahl bekomme, um auf Jagd zu dürfen. So, also ich habe Villa, ich habe Schuss. Was ich möchte, ist eine Möglichkeit, dich zu verdecken. Also ich weiß nicht, ob das bei den Hattest du nicht ein Monster, was das immer gemacht hat? Ich kann gerade nur Zaubern Fallen wählen, schon wieder. Ja, ich weiß nicht, ob die das haben. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo deine Monster-Searches sind, ob es die gibt. Dachte, die gäbe es. Dieses Karussell, vielleicht wähle ein verdecktes Monster, öffne es und dann verdecke ein anderes von Gegner und so und hin und her. Und Pause, Pause sagt, wähle zwei Special Sie, wenn du eins zerstörst. Okay, ich muss Erschrecken nehmen. Fertig aus. Ich muss deinen Felsbrockenkrieger umdrehen. Das ist halt einfach. Ich weiß nicht, warum du mich so unbedingt um. Achso, weil du nicht drüber kommst. Ja. Keine Ahnung, ich habe Erinnerung, dass du in der anderen Matchups keine Probleme hattest, mich umzudrehen, also. Weil es ist irgendwie gefühlt jede Runde passiert. Das liegt an einer Karte, die ich gerade nicht habe. Aber ja, die ist. Okay, der macht jetzt vielleicht sogar mehr Sinn. Was kannst du nochmal? Bitte 4 Sterne. Ah, okay. Warte, was? Wieso darfst du das? Wieso sollte ich das nicht dürfen? Was genau soll mich davon verhindern? Ja, Nekomusume. Ein Monster der Stufe 4. Ändere sie. Ich dachte, die bleiben dann verdeckt. Hä, du verdeckst. Nein, das ist doch eine andere Karte, dass ich nicht mehr aufdrehen darf. Ach, ich weiß auch nicht mal genau, welche das war. Du brauchst mehr als ein Monster, um diesen Lock zu machen, ja? Nein, ich brauche nur das Monster und die permanente Fallenkarte. Die ist mir entgangen. Danke. So, guck mal. Warte, ich kann nur wählen zwischen Villa und Villa. Wo zur Hölle ist die andere? Keine Ahnung, nicht, Mild vielleicht? Überfolge. Vermutlich. Ja. Da ist eine Parade drinne. Ja, mehr gibt's ja auch nicht. Ach so, war die das drei. Ja, dann ist jetzt sowieso GG. Mein Plan war eigentlich, dass ich den Felsbrockenkrieger mit der Fallenkarte umdecke. Und du ja dann nichts weiter machen kannst. Aber du deckst den einfach wieder auf, weil ja, ich permanent weiß nicht, wie du davon ausgehst, dass du mir einfach mein Aufdrehen Geistertrick Nacht, die ist im Friedhof, also weiß ich nicht, wie ich da hätte rankommen sollen.
Hä? Wie wär's mit einer Kette? Ey! So viel zu meinem Dude ziehen. Jorn pur. Ich kette dich gleich. Übrigens, danke für die Spezialbeschwörung, du hast da was vergessen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was du machst. Der ist Stufe 4. Außer mich umzudrehen anscheinend. Ja, deswegen steht Nekomusume ja auch in Angriffsposition da. Und mein Plan war, mit der Fallenkarte deinen Felsbrockenkrieger umzudrehen, was ich jetzt natürlich machen kann. Und weil dein anderes Synchromonster sich aufdrehen durfte, hatte ich jetzt Angst, dass du mein Monster zerstörst, aber du synkst ja einfach weiter, also GG. Ja, ich synke weiter, das ist mein Plan. Das heißt, ich decke dich jetzt was? Und nächste Runde kann ich direkt angreifen, dreimal. Nice. Was hältst du denn davon? Ja, genau deswegen decke ich dich jetzt zu. Hast du nicht aufgepasst, dass ich mir aus dem Grund die Karte geholt habe? Oh mein Gott. Ah ja, da ist die Geistertrickpuppe. Jetzt gucken wir mal, was ich mir jetzt noch holen kann. Holen wir uns das Karussell, ist bestimmt witzig. Wenn ich schon keine andere Möglichkeit mehr habe, muss ich damit spielen. Dann kann ich immer noch auf und zu decken, abwechselnd. Hin und her, wie es mir beliebt. Hin und her, auf und zu decken, abwechselnd. Ja, jetzt GG. Okay. Eigentlich. Warte, wie funktioniert die? Wähle ein, ändere das gewählte Ziel in die verdeckte Verteidigungsposition. Ändere ein verdecktes Monster in die offene. Okay, ich brauche also ein Monster, das bei mir verdeckt ist. Und muss es dann aufdecken. Damit ich dich verdecken kann. Das wiederum bedeutet, ich brauche ein Monster, das dafür sorgt, dass ich möglichst immer verdeckt bin. Ah, da holst du ja wieder aus dem Friedhof. Ja. Kann 6 ziehen. Oh. Ja, aber ich will die beiden brauche ich doch jetzt. Die Puppe sorgt dafür, dass bei mir alles verdeckt wird am Ende des Zugs. Oh, und dann kann ich specialen, was auch nett ist. Und Nekomusume sorgt dafür, dass du nur niedriger als Stufe 4 aufgedeckt spielen kannst. Also nicht instant zugedeckt wird. Na, keine Ahnung. Was kann ich exceeden? Süßer Boss natürlich. Kann nicht als Angriffsziel gewählt werden. Schön. Und kann dann diesen ATK-Trick machen. Dafür müsste ich dich erstmal aufdecken. Aber eigentlich wäre das ganz witzig, ja. Nächste Runde vielleicht. Aber was hat dein was soll ich denn Synchromonster? Nitro-Krieger 1800, ja, da komme ich nicht rüber. Wenn er aufgedeckt ist, boah. Das ist aber auch hart, auf 2800 zu kommen. Wie viel kann. Ah, ich weiß immer nicht, was ich. Warte mal, und dein anderes Ding war der Felsbrockenkrieger und der kann auch nicht. Der hat 1600. Okay, ich komme bei beiden nicht drüber. Das hat also überhaupt keinen Sinn. Will ich die Sirene überhaupt wieder. Ich meine, die mildt mir mein Deck noch zu Ende. Soll sie doch offen bleiben. Du musst verdeckt werden. Und du musst auch offen bleiben. Ich weiß nicht mal, ob ich in der Lage bin, dafür zu sorgen, dass alles, was du. Ich meine, du kannst ein Monster spielen, also. Du wirst definitiv ein Monster. Ah, okay. Gott sei Dank, 4 Sterne. Oh nein. Ihm ist eine Flip-Beschwörung. Oh nee. 2 Flip-Beschwörungen? Unfassbar. Was ist dein Plan? Let's go. Effekt anwenden, ja bitte. Wähle ein Monster, ändere es in die verdeckte und dann. Nein, andersrum. Das hier, wähle ein verdecktes Monster. Let's go. Problem ist, ich kann das nur für ein Monster von dir machen. Also kann ich dich nicht daran hindern, mit deinem Felsbrocken anzugreifen. Ich kann also deine nächste Normal Summon nicht umdrehen. Nice. Aber ich kann jetzt was special. Oh. Hm, okay. Das ist gar nicht mal so schlecht.
Also soll ich doch lieber sie zerstören. Du hast zum Glück nicht dran gedacht. Was glaubst du, weshalb ich sie aufgedeckt habe und nicht den anderen? Aber. Keine Ahnung, weil du das ganze Feld zudecken wolltest. Nee. Damit du einmal direkt angreifen kannst mit allen. Jetzt kriege ich noch eine Laterne. Jetzt habe ich endlich auch eine Handtrap, die dich aufhält. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Da, dam, da, dam, da, 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 dam. Ich spiele jetzt einfach mit weniger Nachdenken, es dauert schon lange. Ah, oh, da wird exceeded. Ja, hier ist Alucard. Du kannst ein Material krass abhängen, deine gesetzte Karte, wenn die der Gegner kontrolliert, zerstöre das gewählte Ziel. Ich das weiß klingt nicht, das was du laust. Was? Ey! Ich konnte den jetzt überhaupt nicht nutzen, was soll das? Das stimmt wohl. Ich habe nur einen Geschützturmkrüger in meiner Hand. Wenn ich über den hätte tributen können. Oh shit, warte mal. Renovierung habe ich jetzt aktiviert? Was macht die? Hä? Du hast es aktiviert, also. Wieso lässt sich das denn ketten, WTF? Wieso sollte es sich nicht ketten lassen? Weil es dumm ist! Eine Friedhofskarte ketten? Ich dachte, mein Karussell will jetzt. Das hätte ich jetzt gerade benutzen was? Wollen. Nein, Mann! Ja, Schüsse, Alucard. Ist doch scheißegal, wo die her sind, um sich zu ketten. Okay, weißt du was? Das ist halb so wild. Ich habe jetzt 5 Material. Okay. Gleich habe ich 6 Material. Hä? Aber steht doch 3. Bin ich blind oder bist du blind? Da steht doch oh, 3. Ich habe auf die scheiß Sterne geguckt. Ja. Auf den Rang. Ja, meine ich. Ah ja, ist auch ein Stern. Ist drauf, decken wir alles auf. Blitzsturm, ja, wir brauchen das schon. Ja, Mill nur so weiter. Effekt nicht anwenden. Ja, okay, von mir aus. Das ist eine Option. Du kannst dir was nicht suchen. Ja. Dann war es Millen aber irgendwie sinnlos. Ich bin ja nicht Lightsworn. Okay, ja. Sekunde. Du hast. Ja. Hast du 2 von den Felsbrocken da liegen? Ich bin mir fast sicher, aber nicht 100%. Au, ich darf ja direkt angreifen, GG. Ja, darfst du. Vergiss seine eigene Felsdauer gerade. Ah, fertig. Ein bisschen doof auch, weil deine Monster halt und so, weißt du. Okay, mein Fell. Die armen Fische, Alter, die schwimmen die ganze Zeit rum. Kann dich aufdecken, aber du kannst dich auch selber aufdecken. Also wozu die Mühe? Na, ich weiß auch nicht. Ach doch. Ja, ja. Ende. Möchte ich was specialen? Ja, mein Deck hat ja noch nicht. Hat ja noch ein paar Karten übrig. Wie wär's mit einer 2-Sterne-Karte? Klingt doch sinnvoll. Aha. Das ist eine 2-Sterne-Exit. Eine Fee. Jetzt darfst du mich wieder direkt angreifen. So schaut's aus. So schaut's aus. Ich bin wieder so anstrengend, dieses Deck. Ah ja, der haut rein. Die hauen alle rein. Das sind immerhin 3x900. Ja. Okay. Lass mich dich mal kurz aufhalten. Nein! Hör auf mit deinem Karussell! Ausgerechnet den da, über den ich nicht drüber komme. Ja, das ist. Ah! Das kriegst keinen Schaden. Aber er stirbt. Aber du kriegst Spielmarken? War das jetzt Absicht oder bist du einfach nur ausgerastet? Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Die bringen dir was, wenn du exceeden könntest.
Okay, greifst du damit an? Nein. Die stehen jetzt da. Okay. Da schießt er schon wieder und das auch noch vom Friedhof. Wie viele von deinen Karten können das? Achso, das sind zweimal dieselbe. Ja, nur die, glaube ich. Aber die andere hatte dich Horexide, was weird ist, dass das eine Karte vom Friedhof macht. Vor allem kann ich das doch selber auch, oder nicht? Ja. Schneemann. Ja. Oh, ein Exit. So süßer Boss. Okay. Warum ist da ein Cancel-Bereich? Kannst du da nichts mehr drauf beschwören? Für immer? Ja. Das klingt aber okay, so. Ich weiß nicht, ob für immer, keine Ahnung. Aber für eine Weile. Ach, du hast verloren. Boah, das ist ja so schade. Ich habe mir die Fallenkarte aus dem Friedhof geholt, die liegt da jetzt, bei der du nicht mehr aufdecken darfst. Dann hättest du nächste Runde dein Monster nicht aufgedeckt und hättest gedacht, bitte, aber. Ja. Was soll's? Da fliegt die Münze, da fliegt sie. Okay, fangen wir. Scheinbar fange ich an. Ja, fangen wir mit dem an. Fangst du an, da hast du recht. Das kann echt sein, ha. Let's go. Okay, lass dir Zeit, ich geh aufs Klo. Aber ich spiel doch gar nicht so lang. Lass dir Zeit! Ja, womit denn? Mit dem Beschwören oder was? Aha. Ich weiß echt nicht, was er sich denkt. Soll ich einfach meine Karten durchlesen oder was will er? Ja, natürlich, was erwartest du? Ja, aber scheiße, die eine Falle hat gesagt, wenn du ein Spielfeldzauber hast. Ich hatte noch keinen. Und das andere ist vom Grab gerufen gewesen und du hast ja nichts auf dem Friedhof, also kann sie nicht triggern. Ich weiß nicht, was du da liegen hast, was. Die dritte triggert. Falle muss es dann gewesen sein und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das war, aber was soll's, dann steht's jetzt eben schon 1-1. Gut gespielt. Nein! Nein, das gilt jetzt nicht. Ja, okay, wie du meinst. Ja, ist so. Gut, ich fange an. Oh.
Aber du hättest ja auch sagen können, bevor wir wieder reingehen, da hätte ich nämlich was sehen können. Okay, das ist eine ganz andere Hand. Lol. Ist das Grundattika? Grund, ja. Ja. Ey, ich habe mit mehr Monstern angefangen, ich sollte mich freuen. Und keine Fallenkarten. Du solltest dich freuen. Als ob. Was ist dein Problem? Mit Max Krieger. Das ist die einzige Scheißkarte, die mein Monster jetzt zerstören kann. Alle anderen wären an 1800 gescheitert. Also, GG. Ich gebe auf. Was? Nein. Ist ja ein Witzbold. Jetzt kann ich nächste Runde halt nur in Defense spielen. Und selbst wenn ich es nicht will. Das ist blöd. Mein Gott, Alter. Okay, dann greif ich direkt an. Ja, gut, wenn du so nett fragst. Ich will nicht nett sein. Was? Was bist du für einer? Wann wird der eigentlich wieder normal? Ah, jetzt. Stand doch bis zur nächsten Standby-Phase. Ja. Das reicht nicht. Dafür. Ja, okay, dich mache ich in Dev. Okay, du greifst also an. Ja. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Cheerio. Okay. Was macht die jetzt? Ah. Holst dir vom Friedhof. Aber auch so viel Auswahl. Ja. Es ist ein Monster mehr. Stufe 3. Ist deine. Gut, der Turn ist 1. Ah, da hast du noch ein Dreier. Jetzt hast du ein Dreier-Exil. Weißt, eigentlich würde ich dich jetzt gerne, also deine Monster gerne angreifen, aber jetzt erlaubt mir mein eigenes Spiel das nicht. Kannst du jetzt aber nicht, weil die sind verdeckt. Ja, mein eigenes Spiel erlaubt es mir nicht. Ist doch witzig. Ja, da dein Spiel ist direkt angreifen. Na, wie du willst. Scheinbar hast du was du tun kannst. Aber scheinbar wolltest du es nicht tun. Jetzt will er sich auch noch erschrecken. Oh nein! Ja, was muss das? Muss? Was muss das? Muss? Kann ich mal eine Chance haben anzugreifen? Wie soll ich denn so gewinnen? Na, indem du irgendwas machst. Müsste. Nee, das wird auch nicht funktionieren. Immerhin hast du im ersten Duell zweimal gesehen. Wie funktioniert Erschrecken? Wo ist denn die Karte? Ich könnte es. Warte mal. Eins. Das ist das Turbo. Das ist kein Hardmans Pattern. Es geht auf 6. Okay, keine Ahnung.
Ach du Scheiße, ist der stark. Oho, du willst ihn wegsinken. Ja, okay, cool. Warum? Warte, das ergibt doch eigentlich keinen Sinn. Wait a minute. Seine schönen ATK sind ja dann weggesinkt. Du könntest mir jetzt 1500 Damage mit ihm machen. Richtig gut. Ich habe Pläne. Und die werden vollführt. Oberkrieger! Nie gehört, ehrlich gesagt. Habe ich denn jemals beschworen? Wenn diese Karte einen Angriff gegen ein Synchromonster. Okay. Ja. Okay. Hallo? Was? Diese Karte kann nicht als Ziel für die Effekte von Monstern der Stufe 6 oder niedriger gewählt werden? Mein Monster könnte ich also nicht zudecken. Okay. Du hast Pläne? Habe ich gehört. War das nicht der? Warte, das wählt ja nur Monster. Wo liegt denn was? Kommt drauf an, wen willst du denn töten? Warte mal, wen hast du denn überhaupt alle da liegen? Hä, nee, das sind noch nicht alle. Wer liegt denn da noch? Oder hast du zweimal denselben da liegen? Ich glaube aber eigentlich nicht. Laterne liegt da, Frankenstein liegt da. Die liegt da. Hä, das sind nur noch drei Monster, wo ist das vierte? Da liegen doch vier, ich verwirr dich. Ja, ich schau hier in der Liste durch und ich sehe nicht vier verschiedene Monster. Das ist doch nicht zweimal dasselbe. Oder? Warte mal, 1, 2, 3. Es sind vier verschiedene, du hast recht. Welches ziehst du denn nicht? Die da ist mein. Nimm mir den Namen von dem, das du nicht siehst. Okay, wer ist denn der Schlimmste? Ich weiß gar nicht, was genau die normale für Effekte haben. Ja, lies es dir durch. Ich nehme den da. Holy what? Ich hab hier euch verkauft. Kann das eh nicht blocken. Also weiß ich nicht, was ich tun soll. Ach, der wird verbannt. Wie gemein. Ich check nicht ganz, warum er verbannt wurde. Steht doch nur zerstören. Leicht verwirrt, aber okay. Wo kommt denn der ursprünglich her? Stufe 9 sind wir? Oh, keine Ahnung, vielleicht ist er irgendwie über den Effekt von der anderen, glaube ich, beschworen worden. Ach, verbanne sie. Ja, ja. Mein Friedhof ist so leer, wenn man die Sirene mal braucht, findet man. Das größte Problem ist, ich kann dein scheiß Erschrecken nicht ausschalten. Ich habe meine Karte nicht durchgelesen, ich dachte, ich hätte eine Backrow wählen können. Ernsthaft? Ja. Das war der Plan? Ja. Deine Schrecken sind crashen. Es hätte nicht mal was gebracht! Ich annulliere aber nur den einen, nicht beide. Jetzt, wenn du keinen Erschrecken hast, oder er hat 0 Death. Ah, warte, ich kann ihn eh nicht markieren, warte. Interessant, du möchtest mich nicht erschrecken. Nein, ich heb mir das für. Ist dir ja nicht worth für 400. Ja, der genau, mit. Ah, ich noch einen von denen. Läuft. Sonst hab ich mir das offen. Das ist echt kacke. Warte mal, wie genau funktioniert denn dein Angriff-Annullier-Effekt? Der wählt also kein Ziel. Ja? Wie verdecke ich dich jetzt überhaupt? Was, du willst mich verdecken? Ja, gar nicht. Ja, aber. Warte mal, könnte ich dann schon gewinnen? 1600. Hä? 2500? Ich weiß nicht, wie du jetzt auf einmal gewinnst. 4100. Bist, Ich mach 4100 Damage, wenn ich an deinen Monstern vorbeikomme. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber ist okay. Ja eben, ich mach's nicht. Oder doch? Jetzt bin ich... Warte mal. Ich weiß nicht, was du vorhast. Ich waste jetzt Erschrecken, nachdem es eigentlich schon zu spät ist. Weil ich jetzt nur ein Monster umdrehen darf. Blöd von mir. Ja, ich habe mich eh schon gefragt, warum du das nicht aktivieren wolltest. Okay, und jetzt?
Wenn der jetzt nicht mindestens 1600 hat, dann bin ich ja sogar schwächer als vorher. Hä, hey, das musst du doch sehen! Wieso? Ich sehe, wie viele. Ja, ich meine, ich könnte es ausrechnen. 3 Karten. 200 und für sich selbst auch 200, also 400. 15. Auf dem Feld oder was? Oder du kontrollierst auch. Ja. Ja. Das heißt, die Göre ist immer noch stärker. Was kann denn der? Schnelleffekt. Ein offenes Monster halbiere die ATK. Damit hätte ich dann Monster losgebracht. Wäre eigentlich schon witzig. Jetzt halbiere ich die ATK von dem Monster, das sowieso für ein Arsch ist, aber. Naja, es ist ein Schnelleffekt. Ja, okay, ist eigentlich ganz cool zu probieren. Aber ich will ihn ja austauschen. Oder ich behalte ihn jetzt, weil du musst ihn zwangsläufig angreifen, wenn die anderen verdeckt sind. Nice, und dann kommst du dann. Ja, okay, geil, ich behalte. Den Schnelleffekt gönne ich mir dann. Greif's nicht mal an, okay. Ah doch, warte, stimmt, du bist ja Battle-Phase gegangen, nicht End-Phase. Hast du irgendwas? Ich hoffe nicht. Ich darf eine Karte ziehen. Das heißt, du was aktivieren kannst, wenn du angreifst. Ja, sein Schnelleffekt. Ach so. Er kann sich selbst debuffen. Nicht nur dein Monster, deswegen ist das ein bisschen. So. Ja, jetzt deck dich, Quellix. Mein Gott, ich will das nicht machen. Oh, er wird ja immer schwächer. Egal, deck dich, Quellix zu. Unter die Decke mit euch. Wenn du halbiert bist, hast du doch 1250, also bin ich immer noch stark genug. So. Jetzt sehe ich auch noch den da. Ah. Okay, Moment. Oh, was denn? Ich, jetzt darf ich sie aufdecken. Aber hätte ich. Ich hätte wahrscheinlich rechtzeitig auf Ja drücken müssen. Also auf Always on. Aber egal. Oh, und weil sie aufgedeckt ist, kriege ich wieder 200 ATK. Auch geil. Okay, was kannst du eigentlich? Synchro. Du kämpfst aber nicht gegen Synchro. Also egal. Warte, aber bist du immer immun gegen. Ich bin ja Stufe 6 oder niedriger. Ich meine, ich bin Rang 2, aber das ist keine Stufe. Aber wahrscheinlich kann ich nur mich. Ich kann mich nur selbst wählen, oh mein Gott. Woher willst du das wissen, hä? Dein scheiß Monster sagt doch. Diese Karte kann nicht als Ziel für die Effekte von Monstern der Stufe 6 oder niedriger gewählt werden. Wenn ich Dalahan jetzt. Ist dein Monster eine Stufe? Okay, du sagst mir also, Rang ist. Safe. Ja, dann ist. Ich denke eigentlich schon. Ach ja, dann kann ich. Wenn ich Rang so richtig kapiert habe, dann ja. Na, dann kann ich damit leben. Machst du noch was? Du willst nicht sinken, oder? Du willst wirklich nicht sinken. Was ist dein Plan? Was? Warte, was passiert dann nochmal? Mein Monster bleibt, oder? Kannst das Angriffsstil in die Verteidigungsposition ändern? Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Alter. Infinite Permanence, man. Ich wollte das bei deinem Synchro-Monster benutzen und bei deiner Backrow, aber okay, jetzt. Ja, bei der Backrow tust du es ja auch benutzen. Oh, ach so, stimmt. Das tue ich ja trotzdem. Wäre so geil, wenn dein Monster dann. Also beide Monster jetzt ausgeschaltet wären. Okay. Battlestep läuft. Battlestep läuft. Aua. Achso, du hast ja nur 8. Ich war gerade sehr irritiert wegen dieser Animation mit dem Game Over. Moment, ich habe 7800. Okay, cool. Das war aber auch erst 2-0. Das hätte ich auch nicht verhindern können. Ja, dein Deck ist einfach nicht gut genug, um gegen meine ganzen Tricks. Also ich hatte irgendwo noch einen Plan gegen deinen Schnelleffekt, weil ich noch den geschützten Krieger in der Hand hatte. Und like, ich weiß nicht, ob es reicht, wenn du den halbierst. Mit dem gepusteten ATK. Der wäre, glaube ich, stark genug dann.
Okay, als allererstes sind wir gierig. Und dann spielen wir den da. Okay. Ja? Ich meine, dir ist bewusst, was ich tun muss. Was willst du denn tun? Was willst du tun? Monster setzen, weil ich nichts anderes darf. Was meinst du denn? Du hast Takeshis Castle gerufen. Weiß nicht, was du willst. Einmal pro Duell. Okay. Einmal pro Duell, ja, viele Dinge passieren einmal pro Duell. Ich könnte den beschwören. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Okay. Was kann ich tun? Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich ist wieder irgendwas aus deiner Hand werfen. Oder der deckt mich zu. Eins von beiden wird passieren. Also ich muss mich aufdecken. Aber wenn ich jetzt aufgedeckt bin, dann kann ich meine Falle nicht mehr benutzen. Warum ist denn der wieder so scheiße stark? Ja. Optionaler Effekt. Oh. Warte mal. Was? Eines Gegners einen direkten Angriff deklariert. Wenn ein Monster deines Gegners einen direkten Angriff deklariert. Aber du machst keinen direkten Angriff. Also lohnt sich der Schneemann nicht. Jetzt habe ich eine Laterne in der Hand. Schön. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Denn die Laterne reagiert nicht nur bei direktem Angriff, sondern auch wenn du ein Monster von mir. Das finde ich gemein. Das, ja. Deswegen musste ich zweimal lesen. Very nice, very nice. Hätte ich mit dir zuerst angreifen sollen, also. Das ist die Devise, die du mir jetzt mitteilen. Nee, dann hätte ich halt mein Karussell benutzt. Dann hätte ich dich damit verdeckt. Ich karussell dich gleich. Ach so. Willst du das wirklich? Willst du das wirklich? Jolla. Jolla. Hä? Die macht ja gar nichts. Warte mal, warum? Ja, vielleicht kannst du es nicht immer aktivieren. Ach so, wenn ich offen bin, kann ich ein verdecktes von dir öffnen. Während der Battle Phase. Du warst nicht in der Battle Phase in dem Moment. Oh, ach so, das geht wirklich nur. Ich steht doch da. Ich habe eine Villa. Ja, ist okay. Jetzt musst du ja nicht mit deiner Villa protzen. Die Villa kunterbunt. Die Villa kunterbunt. Die Villa kunterbunt. Okay, let's go! Okay. Was macht die Puppe denn hier? Sich zudecken. Nein, weg mit dem! Die macht jetzt noch nichts. Ekelhaften. Okay. Okay, Plan A. Plan A ist nicht angreifen, ich sehe schon. Ja. So, jetzt heißt es erstmal Topf der GF gegen jeden Vampir. Okay. Was tun? Soll ich? Ach komm, warum nicht? Was zum Beispiel kann man überhaupt noch tun in dieser Welt? 6-Sterne-Synchro? Nitro-Krieger doch nicht etwa? Ey, es ist unglaublich, dass das schon wieder passiert. Den kenne ich nicht. Aber was ich kenne... Ach so, warte, dein Effekt... Muss gar nicht negated werden. Du kannst ja keine Karte ziehen. Na gut.
Willst du meinen Effekt unbedingt negaten, weil ich eine Karte ziehe? Sobald ich Damage bekomme, kriegst du extra ATK. Ja, das ist ein bisschen problematisch. Moment mal. Warum? Was ist los? Was ist da geschwillt? Oh, das Karussell sagt. Nein, das sagt gar nichts. Wähle ein Monster in verdeckter Verteidigungsposition, das du kontrollierst, ändere das gewählte Ziel in die offene Angriffsposition und, falls es ein geisterfähiges Monster ist, ändere ein offenes Monster, das dein Gegner kontrolliert, in die verdeckte Verteidigungsposition. Also, ich decke mich auf und damit decke ich dich zu. Und dann habe ich ein Problem, weil dann greift ein anderes Monster mich an. Das ist ein bisschen problematisch. Andererseits möchte ich dich trotzdem lieber zudecken. Warum, Mann? Ah ja, außerdem. Ah nee, den trigger ich dann mal. Der hat mehr ATK, wirklich weniger Damage. Let's go! Wuhu! Yahoo! Schade, dass das nur einmal pro Spiel so geht. Stell dir mal vor, wie OP das wäre, wenn ich das bis zu 5-mal machen kann, je nach Monster. Ich mach dich gleich 5-mal. Okay, ich denke, da kann ich jetzt wirklich nichts gegen tun. Oh nein! Oh, das wird wehtun, aber es wird trotzdem halbiert. Cheers! Okay, tschüss, Mary. Special Summon aus dem Deck. 3 Sterne, 2 Sterne, 1 Stern. 1, 2 oder 3! Alucard will ich, also 3 Sterne. Auch wenn es. Ach, noch einen Chin? Oder nehme ich mir. Ja, der ist auch zu schwach. Gin? Ja, noch einen Chin. Let's go! Ich glaube nämlich nicht. Oh ja, mein anderer ist tot. Du bist halb so schwach, halb so stark. Kann ich mich wieder aufdrehen? Nein. Ich glaube, ich habe in den ersten Duellen Alucard zu wenig benutzt. Und genau deswegen spiele ich den jetzt gleich. Und du kannst dir denken, was Alucard macht. Denn es ist ja erst von einer Viertelstunde passiert. Gar oder von einer halben, je nachdem. Der macht gar nichts. Okay, wie du meinst. Let's fucking go. Optionale Effekte. Wen will ich denn? Ich weiß nicht, was bei dir abgeht. Ich hätte die anderen zuerst aufdecken müssen. Jetzt habe ich ja nicht so viel Auswahl. Eine neue Laterne? Immer gut zu haben. Und dann decken wir dich auf. Ja. Ist okay. Der Effekt? Ja, der Effekt ist unique, logisch. Will ich die aufdecken? Dann verdeckt sie uns. Ja, das sind ja. Hard Ones, but Turns. Wenn ich das richtig sehe. Egal. Genau, stehen ihren eigenen Namen ganz unten. Okay, let's go! Was möchtest du? Dich umbringen. Ihr seid alle nicht stark genug. Natürlich sind sie das. Nein. Jetzt. Das ist illegal. Hier kommt Encore. Kannst du nicht einfach zwei Monster übereinander legen und dann kommt ein neues Monster dabei raus? So funktioniert das auch nicht. Du bist ein Weirdo, aber, wenn du so denkst. Aber das passiert doch hier. Die werden übereinander gelegt. Die machen irgendwie ein Portal oder sorgen irgendwie dafür, dass ein Antimatter-Lebewesen kommt. Weil das sind ja alles. Wir bestehen ja alle aus Antimatter, die Exceed-Monster. Was kannst du tun? Ja, ich frage mich das gerade auch. Mich hilft das, glaube ich, nicht. Warum? Nein. Du kannst irgendwas. Was macht er jetzt? Tun. Ihn zerstören. Ist illegal. Was dachtest du denn? Ist illegal. Illegal? Schau mal hier. Noch so ein. Jetzt haben wir alle drei auf dem Spielfeld. Friedhof, wie auch immer. Let's battle. Hier kommt Alucard. Und Alucard macht dein Max Krieger kaputt. Ja, komm. Oh nein. Beide Effekte. Danke für die 500 ATK. Hä, wieso kriegst du 500 ATK? Ja, hast du doch gerade ausgewählt. Was? Nein. Das ist kein Problem. Überhaupt keins. Ach, der Gerät. Ich kann ihn immer noch wegexieden. Ja, davon hält dich wohl keiner ab. Mit Ketten ist damit zerstört und du verlierst die ATK. Hey, was laberst du? Warum soll das zerstört sein?
Das ist nicht fair, Mann. Das ist ganz normal. So die Karte schon immer funktioniert. Und die ist alt. Hallo? Ja. Oh nein! Was denn? Man darf nicht alles anhängen, sondern nur Geistertrickkarten? Ja, natürlich, heißt doch so. Ja, habe ich mir nicht durchgelesen. Okay, du musst auf den Friedhof Alucard. Bis später. Warum musst du denn da hin? Macht er da irgendwas? Wiedergebären? Was weiß ich. Was? Wiedergebären? Ja. Stell ich mir nicht so toll vor. Ich glaube, ich nehme die hier. Muss mal ein bisschen anders spielen. Alucard hat einen Friedhofseffekt. Das ist ja mal schlau von mir gewesen. Ich dachte, das war deine Intention. Ich kann was auf die Hand nehmen. Nice. Oh, ich krieg meine Laterne wieder. Gott sei Dank. Immer deine Laterne, die nervt doch nur. Ich wollte sie ja nicht anhängen. Jetzt ist es passiert. Die nervt doch nur den ganzen Tag. Ach so, so empfindest du das. Jetzt decken wir uns doch mal alle zu. Nein. Puppe, mach deinen Job. Nein. Das klingt nach einem 4-Sterne-Monster. Ich bin immer noch ausgerüstet. Nein! Nein, nein, nein. Sirene, ich habe noch schon lange nichts mehr gemillt. Sure, spielst bei dem Lightsworn. Die überlebt das gar nicht? Ja, so viel zu der. Solange sich ein Geisterrückmonster auf den Büchern befindet, kann ein Gänger keine. Du bist ein echter Witzbold. Ja, noch bin ich verdeckt, also jetzt kannst du noch flippen. Ach so. Interesting. Smart, das vor dem Normal Summon zu machen. Tanken müssen. Ach so, Moment, nee, muss ich ja eigentlich doch nicht. Blöd von mir. Erwartet doch. Nein, nein, muss ich nicht. Okay, ich kann die Laterne benutzen. Doch, ich kann nein, doch, nein, doch, nein, doch, nein, ja, doch, nein, doch, nein, doch. Du erst angegriffen hast, kann ich ihn ja jetzt umdecken. Und dein anderes Monster ist nämlich schwächer als du. Du deckst gar nichts um. Du kannst das Karussell nicht einfach zerstören. Doch. Oder willst du mir jetzt sagen, du hast jetzt eine Gate? Nein. Nur eine Laterne. Das funktioniert wohl oder übel auch. Da könntest du recht haben. Let's go. Let's go. Du hast mein Karussell besiegt. Wie soll ich dich jetzt jemals wieder zudecken? Gar nicht. Das werde ich jetzt tanken müssen. Ja, das hast du verdient. Vielleicht gewinnst du ja eins. Glaube ich eigentlich nicht. Schaut irgendwie nicht so aus. Ernsthaft? Wieso schaut das nicht so aus? Ja, weil ich dir einfach keinen Schaden machen kann. Und du... Du hast genug Schaden gemacht. Und du auf jeden Fall jeden zweiten Angriff einfach blockierst. Und du kriegst nicht weniger Monster. Und die werden auch nicht schwächer, die werden nur stärker. Okay, wen willst du? Machst du das einfach so? Ah, okay, nicht deine deine dümmste Idee. Danke. Ich habe sie einfach so benutzt und dann habe ich das Monster gesehen und gedacht, ah, Moment mal, eigentlich könnte ich ja dann, also wenn schon, dann nehme ich vielleicht Liberty. Einfach so. Meine normalerweise macht es Sinn, die zu aktivieren, wenn der Effekt halt aktiviert wird, so. Also halt auch direkt negated wird. Und es dann überraschend kommt. Let's go. Scheiße, ich darf den nicht zuerst benutzen. Jetzt habe ich nur einen Stern zur Auswahl. Mensch. Ja. Ich habe noch eine Laterne im Deck. Schon wieder die. Und du hast immer noch Feldplatz, wo du die hinsetzen kannst. Cheers. Warte mal, ich kann dich ja gerade gar nicht umdrehen. Ich kann ich ja gar nicht an dich vorbei angreifen.
kannst mich nicht umdrehen, dein Ernst? Na wie denn? Ich kann dich erst in meiner Endphase umdrehen, Mann. Ja, dat. Auch nur, wenn ich die jetzt hier aktiviere. Ja, genau die. Weil jetzt ist es getriggert, auch wenn sie das Feld verlässt. Sehr trigger-happy. Das heißt, scheiße, machen wir das. Mein Friedhof ist noch zu leer. Okay, brauchst einen volleren Friedhof. Ja, vor allem brauche ich... Oh, ist eine gute Frage, was davon will ich? Keine Ahnung, was du willst. Gar nichts. Das ist eine gute Defense. Oh, Horde, die mochte ich eigentlich immer. Nein, du magst keine Karten. Die leuchten alle so schön. Oh, sorry, ich rede nicht mit dir. Ein Rickmonster! Geistertrickschuss. Ich brauche Material. Ach, scheiße, weißt stimmt, du, da ist jetzt eine Glocke auf dem Spiel. Ich häng Alucard dran. Ich will eine Karte und dafür hänge ich Alucard ab. Ich muss lachen, weil das so klug war. Ein kleiner Witzbold. Hol ich mir einen Schuss da so für später. Rum. Alles klar, ich soll also schießen. Und dann benutze ich Alucard. Was macht er? Alucard sagt. Gönn dir und hol dir dein Karussell zurück auf die Hand, sagt Alucard. Nein, nicht das Karussell! Oh, das macht so gar keinen Spaß, dieses Karussell! Also, ich mag's irgendwie so ein bisschen. Ach, herrlich. Was, du greifst an? Hä? Ja, muss ich. Damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Sicher, warum liegt dann da eine Fallenkarte, die mich zerstören wird? Was? Ja, das ist halt die Sache. Weil nichts, was mir jetzt helfen würde, wohl oder übel. Nice, der Damage ist gut gewesen. Ich wünschte, du wärst verdeckt. Könnte ich direkt angreifen. Aber es sieht so aus, als müsste ich jetzt Endphase drücken. Und dann ein 6-Sterne-Special zusammen machen. 4, 5, 6 Monster umgedreht? Weißt du was? Ich will gar nichts. Warte, ich habe ja noch ein Feld. Ja, warum nicht? Ein Monster mehr schadet ja nicht, oder? Ich meine, wie wäre es mit der hier? Sorgt dann nachher dafür, dass du nichts mehr aufdecken kannst, was 4 Sterne oder mehr hast. Nicht, dass das ein Problem wäre, weil eigentlich habe ich ja die Geistertricknacht eh schon. Also, warte mal, was macht die nochmal? Achso, sie deckt dich automatisch zu, wenn du 4 Sterne oder mehr hast. Okay, cool. Da ist Nitro synchron. Ja. Ja. Wie rufst du jetzt schon wieder vom Grab? Ich muss Platz machen. Außerdem bist du jetzt negated. Wow, bei denen sein Effekt auch so relevant ist. Die eine Karte. Okay. Wenn man auch nur macht, kriegt man Nitro-Krieger beschwört, weil das gleich der einzige ist. Und der. Okay. Was machst du denn jetzt? 2000 Lebenspunkte oder Saures. Ach nein. Du hast nicht bezahlt, also bist du jetzt annulliert, so willst du deinem Attacker pusht. Attacker-Boost. Geistertrick-Karussell. Effekt anwenden. Wähle ein verdecktes Monster. Ich decke mein 2000 ATK-Monster auf, nein, an dem du ohne deinen Effekt nämlich nicht dran vorbeikommst. Und dann decke ich das Monster zu, das gerade angreifen will. Andererseits, das wäre jetzt eigentlich egal gewesen. Oh, da wusste ich nicht, die Falle hat dich sogar noch verdeckt. Tim, da hast du recht. Ja, drehst du alle auf?
Boah, ich habe mal 19 Karten im Deck, ja, das reicht. Ja, du musst noch mehr Mill. nicht anwenden, nicht! Ich will dich jetzt besiegen. Was? Hast du so viel ATK auf dem Feld? Warte mal, was kann die Fallenkarte? Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen und dann ein Geistertrick Exit Monster wählen, beschwöre ein anderes. Und hängen das Material dran. Ja, weißt du, das wäre jetzt geil, wenn ich aus Schabernack ein anderes Exit Monster machen könnte. Und dann wieder zurück zu Schabernack, aber kann ich halt nicht. Deswegen ist das irgendwie weniger geil. So. Kannst du nicht? Hast du die nicht mehrfach im Deck? Sie kann sich nicht selbst auf sich selbst. Steht da. Hä? Aber ich dachte, du machst sie auf wen. Aber ich dachte, du machst wen anders auf sie drauf. Oh. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Ich denke schon, dass das gehen sollte. Ich kann ja dann wieder zurück zu ihr, nachdem ich sie weg habe. Ja, okay. Cool. Also, ich verstehe jetzt irgendwas nicht falsch, aber normalerweise geht ja einfach nur recht. Die Karte, die oben ist, und nicht die Karten, die im der ganzen Materialchain sind. Let's fucking go. Wie viel Damage machst du? Ja, das tut ein bisschen weh. Alter, warum hat er so viel ATK? All diese Karten, die hier aufgedeckt rumliegen. Und funktioniert's? Ja, klar. Jetzt. So, und er könnte jetzt seinen Effekt des Ehrenmut. Greif mir mal an. Was? Du willst angreifen? Ja, natürlich, ich will dich doch. Irgendwie muss ich dich doch besiegen. Nein, eigentlich nicht. Kann ich mich auf off stellen oder muss ich Angst haben, dass du irgendwas tust? Was denn jetzt, ob du Angst haben musst? Und dann warten wir eben jedes Mal. Ich muss Angst haben vor Spiegelkraft, was nicht in dem Deck ist. Du bist ja ganz eindeutig auch nicht auf off, also. Irgendwas hast du ja vor. Ich sehe schon, du willst dich nicht zudecken. So, ist dir aufgefallen, dass das Monster, das alle zudeckt, nicht aufgedeckt ist? Ja, ist mir aufgefallen. Schlau. Schlau, Mann. Ja, ich meine, liest dir mal Neko Musume durch und liest dir dann Geistertrick Nacht durch und denk dir dann deinen Anteil. Was das bedeutet. Ich denke mir schon genug Dinge. Okay. Die muss weg. Irgendwie muss die weg. Okay. Ist doch jemand zu decken? Nee, wird schon passen. Ich habe keine Angst. Okay. Ich habe zwei verdeckte Monster, die ich notfalls aufdecken kann. Und mein Karussell ist noch. Let's go! Die einzige Auswahl, weil du alle anderen Targets scheinbar entfernt hast. Ja, aber weißt du was? Wenn ich jetzt meine Karte noch hätte, hätte ich jetzt extra den entfernen können. Ja, das hätte wahrscheinlich dann Osten gemacht. Tempo-Krieger, der ist eh nicht stark. Scheiß Karussell, das ist irgendwie dumm. Außerdem habe ich Dullahans Schnelleffekt noch, der dich halbiert, also. Wobei, mit 900 bist du immer noch stärker als der Rest. Er schützt sich aber selbst. Okay, beschwören wir ihn erstmal. Hallo, Tempokrieger. Let's go. Das ist er, der Tempokrieger. Wir alle lieben ihn. Wir alle sind begeistert von ihm. Wir alle finden es Wahnsinn, dass er existiert. Juhu, hurra. Nein, nicht sie. Baumzölle. Warte, was habe ich eigentlich falsch gelesen? Okay, du darfst nicht flippen. Sag die Nacht. Und Musume sagt, beschwöre 4 oder höher und du musst automatisch dich verdecken. Also kannst du eigentlich nur mit niedriger als 4 Sterne spielen. Ja. Aber du hast ein klitzekleines Problemchen. Hier darunter liegt der Chiangchi. Was für ein Ding. Der Chiangchi? Was für ein Ding? Schau dir seinen Namen an, der heißt Chiangchi. Wie soll man das denn sonst aussprechen? Yangchi. Yangchi.
Javana. Sehr ähnlich. Okay, nächste Runde greife ich einmal direkt an und du bist am Arsch. Oh mein Gott. Vergiss nicht, dass bei mir noch Geistertrick erschrecken liegt. Also selbst wenn du jetzt alles umdrehen könntest, wäre es egal. Ja, ich erschreck dich. Holy shit! Wie wär's damit? Der hat 5 Sterne. Dreh mal um, bitte. Ich muss nicht mal was drücken dafür. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das verhindert, was gleich passieren wird. Wie viel ATK hat er jetzt? Ich kann es nicht sehen. Eigentlich müsste er ja 1500 gehabt haben für den Zugebenfall. Ich frage mich eh. Wie ist das bei so. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt all die Bonus-ATK resettet ist, weil er Strader verdeckt wurde, aber ich weiß es nicht. Ich decke ihn jetzt nicht auf, ich bin auf off. Okay. 3 zu 0. Bewerten nicht vergessen und ciao. Tschüss.